kaputt, dann zieh ich meine Antwort einfach zurück, Herr Waller. Ich glaube, dass es mit einem Rüssel zu tun hat. Weil er an der Rosette nicht passiert hat. Wieso geht's? Jetzt fällt mir noch ein, das ist der von den X-Men, der Chef. Rainer Wirth wohnt in Freudenstadt und möchte wissen, was ist die sogenannte Afterwolle? 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 Ja, dann ist ja nun wirklich klar, das Schaf an sich muss auch koten, Herr Walder. Und die Afterwolle ist diese braune Wolle, die das Schaf um die Rosette herum hat. Falsch! Ja, ja, ist das falsch. Aber ich war ja noch nicht fertig. Ach so, Entschuldigung. Ja. Und das ist nicht nur beim Schaf. Ich bin sowas von fertig, das glaubt ihr überhaupt. Afterwolle. Also Aftershave kennen wir alle. Also dieses Duftwasser, das manche Männer sich nach der Rasur auftragen. Das ist normalerweise flüssig, aber man darf ja heutzutage zum Beispiel gar keine Flüssigkeiten mit an Bord eines Flugzeugs nehmen. Aber da wird schon gelacht, Sie wissen noch gar nicht, was ich sagen will. Sie sitzt auf Afterwolle. Ja, du kannst natürlich eine duftende Wolle nehmen und damit deinen Bartschatten abreiben. Das ist, genau, das ist ein Phänomen nämlich aus der Reinigung. Wenn die Jungs sich im Winter ihr Aftershave auf die Wollpullover sprühen, dann brauchen die eine bestimmte chemische Behandlung, ja, die chemischen Reinigungen, um das da wieder raus. Aber warum soll man sich ein Aftershave auf einen Wollpullover? Weil man im Brass ist, also du stehst, du hast dich schon angezogen und dann denkst, ach, jetzt aber noch Aftershave. Ach, Aftershave, das Wort Aftershave heißt immer nach einer so Rasur. Das heißt, der Mann an sich ist immer nackt bei einer Aftershave-Behandlung, immer. Aftershave nach Rasur. Ja. Ja. Ach, das ist gar nicht. Nee, das ist nee. Parfum. Ja gut, dann zieh ich meine Antwort einfach zurück, Herr Waller. Mann! Oh, das tut mir leid, mach zu laut. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ganz normal. Ich habe nur so ganz komische Gedanken in meinem Kopf, die möchte ich auch nicht teilen. Nein, dann lass es. Ja, es geht so, na, es geht ja, es ist jetzt aber wirklich ein bisschen eklig, ja, dann heißt es wieder, ja, die Kunze. Aber es gibt ja so Klabusterbeeren und so, ja, geht es in die Richtung? Ja. Geht das echt in die Richtung? Nein, aber jetzt ist ekelhaft. Gedanken hören. Das möchte, meine Gedanken zu Klabusterbeeren, ja, möchtest du nicht hören. Die werde ich hier nachher aufmalen. Ist das, sind wir jetzt wirklich beim Urologen und beim Frauenarzt? Deswegen frage ich ja gerade, der Mensch an sich hat ja gerne mal Haare, auch Schamhaare, an der Rosette. Richtig. Also praktisch, um, ja, das gibt es, gibt mein es. Gott. Ja. So, und da gibt es natürlich Brandverletzungen. Es gibt Brandverletzungen, oh ja, beim Geschlechtsverkehr. Wenn hä, einer seine Wolle an der Rosette nicht passiert hat. Wieso gibt es denn da Verletzungen, Brand? Das habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. Doch, doch. Echt? Ganz schlimm. Also so weit war ich jetzt auch nicht. Brandverletzung? Also. Face it. Analverkehr mit Wolle? Ist gut jetzt. Habe ich noch nie gehört. Ein geflügeltes Wort in unserer Familie. Schatz, mir brennt die Afterwolle. Ja. Ist schon wieder Montag. Das ist wirklich ekelhaft. Ja. Aber du hast den Gedanken auch noch gar nicht ausgeführt, außer dass du Klabusterbären untergebracht hast. Nee, aber das finde ich noch interessanter. Ja. Schatz, mir brennt die Afterwolle. Es reicht auch jetzt. Also es hat damit nichts zu tun. Nein, es hat damit nichts zu tun. Ich bin in der Mauser. Sie sind in der Mauser. Ja, wie läuft aber die dafür, gar nicht. Aber dafür ist die Frisur gut, finde ich. Danke, danke. Wir haben einen Vogel. Dem Vogel fallen die Federn aus. Also sind wir im Tierreich? Wir sind Tierreich. Das ist richtig. Siehste. Wie, jetzt also ehrlich? Ja, natürlich, ich bin immer ehrlich. Ja. Ja. Ich glaube das nicht. Ja, ja, ja. Aber und es gibt ein Tier, das heißt After und es trägt Wolle aus seinem. Nein, aber vielleicht ist die Afterwolle die Wolle, die wenn Schafe geschoren werden. Ja, genau. Und also ich bin nicht bei Vögeln, sondern ich bin bei den Schafen. So, natürlich. Ich habe gesagt, bei den Vögeln. Ich ja, hab wir haben es alle verstanden. Was haben wir denn für ein Publikum hier sitzen? RTL 2, mein Gott. So, und wenn die Schafe geschoren werden, sind die ja nackt. Und wenn dann so dieser erste Wollflaum wieder kommt, das ist die sogenannte Afterwolle. Das davor und ist die Before-Wolle. Die ist richtig teuer. Die nennt man, die heißt dann nämlich auch Angora-Wolle wahrscheinlich nachher. Und daraus werden die teuren Angora-Pullover gemacht. Und das ist die viel teurere. Also sind wir beim Schaf? Ja, ja. Nein. Nein. Super. Nein, nein, nein. Beim Hasen. Wo sind wir? Beim Hasen. Schönes Restaurant. Weil Angora-Wolle kommt ja vom Hasen. Und wie wir gerade gelernt haben, wird das Schaf durchscheren zum Hasen. Hä?
Angora-Wolle kommt vom Hasen. Also wir sollten uns doch nicht auf ein Tier festlegen. Wir sind beim Schlager. Doch, wir sollten uns auf ein Tier festlegen. Ich dachte, Schlager. Aber auf welches Tier? Auf das Lama, auf das Alpaka, auf den Hund. Nee, auf dann auf den Katze. Hasen, Angora. Das Vicuña. Hase? Das Lama. Vicuña Wolfgang Petri wurde auch immer Wolle genannt. Und es gab eine Zeit davor und eine Afterwolle, wo dann Helene Fischer kam. Das ist ein Zeitraum in der Schlagerwelt, wo man sagt, das ist die Afterwolle-Zeit. Afterwolle, die Zeit nach Petri. Also ich nehme mal an, dass es nicht eines der klassischen wolltragenden Tiere ist. Es ist keines der klasse wolltragenden Tiere. Das genau. An der Stelle sieht man unglaublich, wie wichtig die Reihenfolge der Wörter im Deutschen ist. Ob man Afterwolle sagt oder eben Wolle-After. Das gibt ja eine wahnsinnig große... Wolle-After. Das ist der Wolle-After, dann hat man halt das Wolfgang-Petri-Konzert von hinter der Bühne gesehen. Aber es geht ja auch um die Intonation, ne? After oder After. Es sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Begriffe. Gibt es irgendwas, was auch After heißt und was nicht so... Naja, After ist doch der Ausdruck. Also es gibt doch Wollmäuse und die Wollmaus an sich, die pökelt sich doch auch Nestchen. Und vielleicht... Ich glaube tatsächlich, dass es sich um Wolle handelt. Und ich glaube, dass es sich spezielle um Wolle. After handelt, also das Ausscheidungsorgan. Aber, wie viel aber ich Wolle glaube, dass es ein Tier ist, an das wir jetzt gar nicht denken. Und das ist richtig. Ich spontan beim Buckelwal, beim Blauwal, bei einem Meeressäuger, genau, der wahrscheinlich eine Behaarung gut. hat am Körper, die uns nur jetzt normalerweise im Alltag nicht weiter... Also Fisch. Ja. Einverstanden? Na. Natürlich. Wollläuse. Nee, ist falsch, Fisch. Ach so. Afterwolle, ich sag's euch. Also, der Begriff Afterwolle stammt aus der Welt der Schmetterlinge und Motten. Natürlich. Ja. Bei der Eierblage bedecken die Weibchen mancher Schmetterlingsarten die Eier mit Afterwolle. Das sind Haarbüschel, die aus dem sogenannten Afterbusch am Hinterleibchen des Tieres stammen, also am Hinterleibsende. Die Eier sind so gut getarnt und auch vor jeglichen Fremdeinflüssen geschützt. Ich zeige euch mal ein Foto. Davon hast du jetzt genau. So sieht das nämlich aus. Das ist die Afterwolle. Okay. Nicht? Gut. Okay. Gut, wie dem auch sei. Aber ich hab's doch nicht verstanden, das war's. Meiner wird 500 Euro für Sie, Gratulation. Es geht wieder um 500 Euro, die irgendeiner kriegt oder vielleicht auch nicht. Die Frage kommt von Thomas Lechner aus Kiel, den ich jetzt ganz herzlich zu Hause begrüße. Wer oder was war Jumbo, der den US-amerikanischen Steuerzahler in der Amtszeit von Präsident Lyndon B. Johnson zehntausende US-Dollar kostete? Ein Elefant. Jumbo nennt man doch, das ist doch ein klassischer Elefantenname, so wie Tuffy auch. Jumbo und Tuffy sind die einzigen Elefantennamen, die mir so einfallen. Lyndon B. Johnson war ja der Tuffy Nachfolger. Tuffy war doch in Wuppertal, der in der Schwebebahn, oder? Das war's, richtig. Ne? Um Tuffy geht es in diesem Fall nicht, sondern um Jumbo. Und Lyndon B. Johnson war ja der Nachfolger von John F. Kennedy. Mhm. Und jetzt kommt ihr. Ja, ich habe noch nicht richtig verstanden. Und dieser Jumbo kostete die amerikanischen Steuerzahler 10.000 Nüsse? Ja. Dann behaupte ich jetzt, dass Jumbo ein großer, kräftiger Mann war, der immer vor der Tür des Büros des Präsidenten geguckt hat, dass kein Frauenbesuch kam. Weil der Herr Kennedy hat ja gerne, der war ja ein Womanizer und hat gerne, ähnlich auch wie dann später der Herr Clinton, in seinem Büro, am Schreibtisch. Ne, Herr Baller? Gerüchte. Aber Lyndon B. Johnson ja eher nicht. Das war ja ein Stocktrottel. Ich glaube, das hatte was mit der Börse zu tun. Es ging um einen riesigen Geldskandal nämlich. Die haben was geschätzt und das ist total in die Hose gegangen. Wer hat den denn gemacht, so den Geld... Skandal? Wer? Der Präsident. Der US-Präsident. Herr Johnson. Ja. Welchen Skandal denn? Es hat auf jeden Fall irgendwas mit Sex zu tun. Ist doch immer so, weil das in Amerika meistens so ist. Es oder geht um Waffen. Irgendwas Sexuelles. Und das Flugzeug des Präsidenten. Erstflug war 1969, glaube ich. Also in der Zeit Lyndon B. Johnsons wurde dieses Flugzeug konzipiert und konstruiert. Und wir wissen, wie ein Jumbojet aussieht. Das ist ja ein bulliges, elefantöses Flugzeug. Da hatte man vielleicht eine Vorlage, eine gestalterische Vorlage, einen speziellen Elefanten, der im Flugzeughangar stand, bei Boeing, nachdem dieses Flugzeug gestaltet wurde. Und der hieß Jumbo. Und darum hieß das Flugzeug später auch Jumbojet. Dankeschön. Noch eine Antwort? Jumbojet ist Jumbojet. Ich glaube, dass es mit einem Rüssel zu tun hat. Jumbojet ist so falsch. Aber siehst du, darum hatte ich ja eben gesagt, es geht um irgendwas Sexuelles. Ja, und ja aber dann bin ich aber eher bei Nahrung. Also ein Rüssel ist ein Greifinstrument, richtig. Um es ganz deutlich zu sagen. Mit sexuell. Greift man. Ach so, das wenn auch nach Nüssen.
Das meinst du? Nein, ich dachte jetzt dann eher ein Rüssel als Synonym für einen Schlauch, weil eine spezielle Flüssigkeit in das Weiße Haus geleitet wurde für Monsieur Johnson, ja? Und das war teuer. Welche Flüssigkeit denn? Kerosin. Für den Flieger, ja, der dann nachher Jumbo Jet auch hieß, also, wie Wiegald ja eben schon anmerkte. Noch eine weitere Theorie. Lyndon Johnson, Präsident, bekommt bei Staatsbesuch, und diese Staatsbesuche bringen Geschenke mit. Da wurde ein Elefant gebracht, der etwas gebrechlich war. Und dieser Elefant musste jetzt, den kann man jetzt nicht einfach einschläfern, nein, der muss im Zuge der Ayurveda-Behandlung. Ayurveda-Behandlung. Damals auch noch teurer als heute. Ja. Also über die Jahre musste. Aber es war wahrscheinlich ein indischer Elefant. Ayurveda, teuer. Ja. Da musste der Ayurveda-Heiler eingeflogen werden. Ja. Das könnte sein. Wie funktioniert denn Ayurveda beim Elefanten? Gut. Über den Rüssel. Herr Pocher weiß das. Sehr, sehr gut. Aber Ayurveda war ja damals noch gar nicht so. Also ich gebe euch mal einen ganz, ganz tollen Tipp jetzt. Ja? Verabschiedet euch mal von dem Elefanten. Vielleicht die Gattin des Präsidenten. Vielleicht war das eine sehr beleibte Dame, die man unflätigst Jumbo. So wie damals Herr Stoiber hat auch seine Frau auch irgendwie. Wie nannte der die? Muschi. Muschi. Da hat er sich irgendwann ausgekaspert oder auf was bestanden. Ja, was und das denn? Hat sich als, ja, lieber Herr Walter, wissen Sie, so geht das Spiel. Man redet vor sich hin und während man das tut, versucht man nachzudenken. Es geht um Essen. Der hat mal ganz spezielle Sachen nur gegessen und war wer? Der Johnson. Lyndon Johnson. Der Lyndon Johnson. Jumbo Schreiner. Und musste auf ganz speziell ernährt werden. Aber ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Das hat aber natürlich der Steuerzahler bezahlt. Womit musste er dann ernährt werden? Mit der wollte was ganz Besonderes immer essen und die Köchin, die das zubereitet hat, die hieß Jumbo. Weil die so gut kochen konnte. Jambolei. Und jetzt wird es ganz furchtbar. Und es geht um irgendwas Persönliches von ihm. Es geht um was Persönliches, natürlich. Sag mal, der saß aber nicht im Rollstuhl, ne? Irgendeiner war noch im Rollstuhl. Nein, das sonst nicht. Jetzt fällt mir noch ein Das Louisiana. Ist der von den X-Men, der Chef. Der war der nicht im Weißen Haus? Patrick Stewart. Zum Beispiel. Was Herr Boning. Ja, in den Südstaaten gibt es so eine spezielle Küche. Cajun Food, also das, was man in New Orleans zum Beispiel isst. Da gibt es Jambalaya und es gibt Gumbo, ist so ein Eintopf. Vielleicht gibt es auch so einen Jumbo-Eintopf, der ist richtig teuer. Bei Wahlkampfveranstaltungen der Republikanischen Partei ausgegeben wurde. Und das wurde illegal finanziert durch den Steuerzahler. Was ist denn da drin in dem Eintopf? Eintopf. Paprika, Süßkartoffel, Alligator, natürlich, die essen auch Alligatoren. Das wird damit reingemacht. Hühnchen. Großer Topf auch. Hühnchen, grüner Pfeffer, aber nicht zu viel. Ja. Ja. Wenn Sie mitschreiben möchten zu Hause. Ja. Also ich sag's euch mal, ihr seid Herr Pocher noch. Zumindest noch musikalisch später mit Coco Jumbo versungen oder bin ich da komplett falsch? Komplett falsch. Alles klar. Ich sage es euch, Johnson hatte eine Obsession mit seinem überdimensionierten Penis. Ich hab's doch gesagt, es geht um Sex. Eben nicht. Dem er selbst den Namen Jumbo gab. Nachdem er 1963 ins Weiße Haus gezogen war, wollte er eine spezielle Dusche installiert haben, in der eine Düse direkt auf sein bestes Stück gerichtet war. Das Projekt zog sich über Jahre hin, kostete Unmengen an Geld, um genügend Platz für seinen Jumbo zu haben, orderte er außerdem extra geschneiderte Hosen mit großzügigem Leistenbereich. Das soll jetzt ein Scherz, oder? Das ist eine wahre Geschichte. Wie groß und kann denn so ein Geschlechtsteil sein? Das müssen Sie doch wissen. Thomas Lechner aus Kiel, 500 €, Gratulation.